Wir werden am Sonntag Wahlen haben, nicht nur bei uns in Deutschland, sondern in ganz Europa, in der ganzen Europäischen Union. Und in der ganzen Europäischen Union können unsere politischen Mitbewerber friedlich, sicher und engagiert für unsere Überzeugungen werben. Wir wissen, dass überall in Europa frei gewählt werden kann. Seien wir froh und seien wir dankbar als Deutsche, dass wir in einem Land leben dürfen, in einer Europäischen Union, wo wir nur von Freunden und Partnern umgeben sind. Und deswegen sagt die FDP ohne jede Zweideutigkeit ganz klar Ja zu Europa. Ja zu Europa, weil wir unsere Grenzen achten. Ja, weil wir unsere Minderheiten schützen. Und ja, weil wir unsere Interessenunterschiede friedlich miteinander ausgleichen, meine Damen und Herren. Und die FDP will den Erfolg Europas. Wir wollen den Erfolg der Europäischen Union. Wir wollen die Europäische Union nicht rückabwickeln, wie diese sogenannte Alternative, alles wieder kaputtschlagen, wofür unsere Väter und Großväter gearbeitet haben. Wir wollen den Erfolg. Und gerade weil wir den Erfolg wollen, wissen wir, dass nicht alles im Lot ist. Wir müssen Dinge ändern, besser machen. Die Rückkehr zu soliden Finanzen. Wolf Klinz hat die FDP jetzt viele Jahre im Wirtschafts- und Währungsausschuss vertreten und wird das nach dem 25.05. weiter tun, dabei mitzuhelfen, dass Europa wieder zur finanzpolitischen Eigenverantwortung zurückkehrt, meine Damen und Herren, dass wir wieder einen stabilen Euro kriegen, dass wir den Druck auf die Krisenländer aufrechterhalten, mit ihren Reformen weiterzumachen, um ihre Probleme zu überwinden, dass Wettbewerbsfähigkeit hergestellt wird, gerade in Südeuropa. Und, meine Damen und Herren, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir haben gesagt, ja, wir sind solidarisch. Solidarität gegen Solidität. Das ergibt Stabilität. Am letzten Wochenende, jetzt gerade am Samstag, hat Portugal den Rettungsschirm verlassen. Nach Spanien und Irland. Drei Länder sind raus aus dem Rettungsschirm, stehen wieder auf eigenen Füßen, können sich wieder an den Märkten Kapital besorgen. Das Vertrauen der Investoren ist zurückgekehrt. Heißt das, dass die Krise vorbei ist? Ganz sicher nicht. Und die FDP sagt Ihnen das ganz klar. Die Krise ist noch nicht vorbei. Die Reformpolitik muss weitergehen. Und deswegen kann ich es überhaupt nicht verstehen, warum Martin Schulz von den Sozialdemokraten und Jean-Claude Juncker von den Christdemokraten urplötzlich und ohne jede Not wieder eine Diskussion eröffnen über Schuldenvergemeinschaftung und Eurobonds. Das macht die Anreize für Reformen im Süden kaputt, meine Damen und Herren. Und auf der anderen Seite plakatiert hier diese sogenannte Alternative, Bomben mit dem Euro-Symbol drauf und will die Eurozone, obwohl sich die Situation verbessert, obwohl wir auf einem schwierigen, aber richtigen Weg sind, will die Eurozone in die Luft sprengen. Das, meine Damen und Herren, das sagen Ihnen alle Wirtschaftsverbände. Das ist hochgefährlicher Unsinn. Diese Leute dürfen keine Verantwortung in Europa bekommen.